Halloa, werte Spieleflutsurfer, willkommen zurück zum Let's Play The First Templar. Und wie in der letzten Folge gesagt, wir sind jetzt genau hier, wo der Computer, nicht der Computer, sondern das Spiel besser gesagt, abgestürzt ist. Ich habe nochmal kurz bis hierhin gespielt. Ihr könnt das unten sehen, dass meine Lebensbällchen und Fähigkeitsbällchen einen anderen Wert haben als in der vorigen Folge. Ja, weil ich musste logischerweise neu hier hinspielen. Aber dafür geht's jetzt weiter. Alarm ist bis jetzt keiner ausgelöst und ich gehe davon aus, dass ich jetzt doch endlich mal tatsächlich hinter den Häusern bin, wo ich vorhin nur durchs Tor gucken konnte. Da sind nochmal Wachen, die gucken uns direkt an. Und nein, ich kann sie auch nicht umgehen. Hier vielleicht irgendwie? Hier durchschleichen? Nö, keine Chance. Also seht ihr das? Die gucken uns direkt an. Von daher, auf geht's. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt in der Zeit auch schaffe. Da wird ja noch Nachschub kommen. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass noch Nachschub kommt. Und wenn ja, dann könnte es also ein wenig knapp werden, wollte ich gerade sagen. Irgendwie verkacke ich Blocken gerade. That gate is locked. No surprise there. How do we reach the third house? There must be a way around. Okay. So, zumindest die Templer, nicht die Templer, die Wachen wären ausgeschaltet. Und kein Alarm, aber ich habe trotzdem jetzt gerade keinen Weg gesehen, wie ich denn zu der Truhe komme. Da hinten ist einer, aber ja, über Kisten und so komme ich natürlich nicht drüber. Erstmal hier die Tür machen. The door is locked. Wait. Do you hear that? There is someone inside. Someone who can't keep quiet. Any Templar would open up. Whoever is in there, they are not from the Order. Let us check on the third house. Okay. Irgendjemand ist in dem Haus, aber der gehört nicht zum Templerorden. Da ist eine Truhe. Jetzt mal ernsthaft, wie komme ich denn da hin? Ich kann da mit dem Templer keine Böschung hochgehen oder sonstiges. Und springen kann er ja auch nicht. Das heißt, ich muss quasi rumlaufen. Dann wird das bei der anderen Truhe auch der Fall sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So, und hier hieß es, wir können nicht durch, sondern müssen rumschleichen. Oh. Vielleicht können wir den ja in den Rücken fallen. Versuchen wir auf jeden Fall mal. Oh, das war knapp. Ich wartete, bis da das Zeichen auf dem Bildschirm aufploppte. Ne? Dann drücke X für einen leisen Kill. Aber es tauchte einfach nicht auf. Man muss auch wirklich extremst nah ran für diese leisen Kills. Ja? Feinde? Wo? Oben wahrscheinlich. Ach, ich dachte, jetzt wäre hier hinten die Truhe. Ne, ist sie immer noch nicht. Dann ist auch die wohl eine Ebene höher. Aber ja, da schleichen wir jetzt ja hin. Bevor wir hochgehen, gucken wir mal eben, ob wir da noch jemanden sehen können. Nicht, dass wir direkt ins Sichtfeld von jemandem laufen. Da hinten sind ganz viele Templer. Wir versuchen jetzt aber erstmal zu der anderen Truhe zu kommen. Ah, die zwei drehen uns. Strange. Something big seems to be going on. Yesterday we were ordered to arrest the Templar scholar. We caught him in a dead end street, but he still managed to escape. Might be talking about Gerard. We should investigate that street. Gut, da haben wir auch unsere neueste Bonusaufgabe bekommen. Und wieder ein Chronikeintrag. Ach, der Chronikeintrag war das wahrscheinlich, ne? Nicht
keine Truhe, sondern der Chronik-Eintrag. We should investigate that street. Achso, das ist der blaue Pfeil. Ja, ja, genau. Ich hatte jetzt gedacht, dass ich da direkt das Tor aufmachen müsste. Oder, besser gesagt, vielleicht auch könnte. Aber dem ist auf jeden Fall nicht so. Wie sieht's denn mit denen da vorne aus? Gucken die uns an? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Und Alarm darf ich auch nicht auslösen. Also dann. Na, wirst du wohl stehen bleiben? Mann! Ich habe das Spiel jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Es liegt ein paar Tage Pause dazwischen. Zwischen der letzten Aufnahme und dieser. Und wie man merkt, habe ich ein paar der Steuerungs-Moves. Was rede ich denn davon? Quatsch. Ich habe ein paar der Steuerungselemente vergessen. Deswegen flipper ich ja auch die ganze Zeit gerade durch die Gegend. Also mit durch die Gegend flipper meine ich, ich rolle durch die ganze Zeit. Weil ich vergessen habe, dass Blocken rechts ist, statt links. Ich drücke die ganze Zeit links und das ist ja Ausweichen. Und rechts ist Blocken. Na gut. Hoffentlich kriege ich es gleich irgendwie wieder rein. Hier oben irgendwas? Nö. Außer eine schöne Aussicht. Wollen wir mal hoffen, dass die Kämpfe dann gleich ein bisschen besser laufen. Sagt doch mal, geht euch das auch so? Also mir geht das so. Wenn ich ein Spiel spiele und ich mache dann mehrere Tage Pause. Vielleicht sogar auch über eine Woche Pause. Und in der Zeit spiele ich vielleicht sogar andere Spiele. Wenn ich dann das zuletzt gespielte Spiel wieder anfasse, um das weiterzuspielen, dann brauche ich erst eine Zeit, um wieder reinzukommen in die Steuerung. Liegt das an mir oder geht euch das auch so? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Also, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare unten. That's the jousting arena. Looks like a good place for an ambush. Hm, ja, ich habe mich eh schon gefragt, wo ich hier bin. Soll ich denn jetzt da schon hin oder erst später? Ich... Oh. Ich weiß nicht, gehe ich da jetzt schon hin, gehe ich da später erst hin? Ah, nee. Im Brunnen verstecken und dann irgendwie durch die Kanalisation geht auch nicht. Also wenn ich nicht bescheuert bin, sehen die mich doch, oder? Weil die gucken ja direkt hin. Ich kann natürlich versuchen, hier oben rumzuschleichen. Ohne, dass sie mich sehen. Jetzt wieder hier runter und dann denen in den Rücken fallen. Hat ja fast geklappt. Ah, na, okay. Eins zumindest. Komm schon. Ach, da hinten kommt der Nachschub. Ich drück schon wieder die linke Taste statt der rechten. Mann, ich hab's gerade noch gesagt. Schild weg. Wie war das mit der rechten Taste? Also, Mann. Amano. Okay, das ging ja dann. Ich wundere mich, wieso die auf der linken Seite mich gesehen haben, wenn ich ehrlich bin. Denn ich war immer noch direkt dabei zu schleichen. Und außerdem hat mich niemand gesehen. Also ich war wirklich im Rücken der Leute. Hat, wieso auch immer, nicht geklappt. Aber so ging es ja jetzt auch. Wichtig ist, dass wir keinen Alarm auslösen. Also, was heißt wichtig? Wir schaffen das auch, wenn wir Alarm auslösen. Aber die Bonusaufgabe heißt ja, löst keinen Alarm aus. Und natürlich will ich die Bonusaufgabe schaffen. Wenn ihr jetzt ein paar Let's Plays von mir gesehen habt, dann wisst ihr, dass mir das immer sehr wichtig ist.
alles an Bonusaufgaben zu schaffen, alles mitzunehmen, was das Spiel einem quasi anbietet. Sonst ist hier nichts mehr. Nur die Tafel. Okay. Gut. Heilen müssen wir uns auch nicht. Dann zurück. Ich wollte nicht gerade... War hier nicht nur eine Treppe? Ah, ich wollte gerade sagen, ob ich nicht die Treppe hier vorne runtergehe, statt der da hinten. Guck mal eben die Treppe hier hoch. Ob hier noch was ist? Nö. Nur eine Zutür. Eigentlich wollte ich gerade sagen, es gibt ein bisschen... Oder ich habe ein bisschen die Angst, wenn ich die erste Treppe nehme, statt der hinteren, dass ich dann die Hauptaufgabe schon mal vorwärts bringe, ohne die Bonusaufgabe abgeschlossen zu haben. Deswegen laufe ich jetzt doch lieber mit Absicht ganz zurück. Hier wieder am Brunnen vorbei. Und nehme die hintere Treppe, die mich in die, ja, in die Hintergasse führt. Nee, also nicht diese. Ich nehme dann noch die einen später. Da müsste ich direkt in der Gasse sein, wo wir die Untersuchung wegen dem Templer anstellen. Hier? Nee, hier dann wohl doch nicht. Muss ich da erst durch? Wir schauen zumindest mal eben. Ja, okay. Gut, da ist nix. Hier durch das... Oh, Katzen. They've erected gallows. What do you make of that? Reminds me of the Inquisition. Brother Lorenzo may play a role here. Da bin ich ja gespannt, ob die Inquisition tatsächlich dahinter steckt. Ah, genau da ist der Punkt, wo ich hin soll, aber das Tor ist zu. Jetzt hier rumschleichen? Ja. Okay, so geht's. Wobei ich nicht schleiche, aber ja, passt schon. Oh, Blutflecken. There are signs of struggle here. Das ist ja klar, dass dann direkt von hinten wieder jemand angelaufen kommt. Glaubt ihr, ich krieg das hin, mal die rechte Taste zu drücken? Ja, jetzt. Wahnsinn. Permanent die linke. Oh, Verstärkung. Erstmal das Schild weg. Oh, ich hab geblockt. Hey! Ja, meine Spezialangriffe, die ich eigentlich auslösen will. Oh. Jetzt sind wir auch Schluss mit der Verstärkung hier. Schön, dass ihr gerade nichts gesehen habt, denn ich nämlich auch nicht. Und da stand tatsächlich kurz das Spiel. Aber es hat sich Gott sei Dank nochmal wieder gefangen. Ich dachte schon, ich müsste wieder von vorne anfangen. Zumindest diesen Checkpoint. Da hätte ich aber echt das kalte Kotzen gekriegt. Okay, Bonusaufgabe fertig. Jetzt müsst ihr hier was suchen, ne? Ein Clou für eine Schatzkiste. Also ein Hinweis auf eine Schatzkiste. Oder irgendeinen Schatz zumindest. Treppe hoch, oder? Ja. Wenn ich das jetzt wüsste. Ich vermute Treppe hoch. Da waren wir zwar vorhin schon, aber wir hatten ja die Bonusaufgabe noch nicht gemacht. Ich könnte mir ja vorstellen, dass es der Brunnen ist. Ah, neben dem Brunnen. Endlich mal ein Teil einer neuen Rüstung für Celine. Guck mal, der Umhang, wenn ihr da seht, der Umhang ist doch schon mottenzerfressen. Da ist schon ein Loch da unten links. Wird also Zeit, dass unser Templer eine neue Rüstung bekommt. Ja, natürlich gehen wir erstmal nicht der Hauptaufgabe folgen, sondern versuchen noch die anderen Schatzkisten, Chronikeinträge oder sonstiges zu finden. Bei Kisten sind wir auch erst bei 3 von 5. Da haben wir so noch ein bisschen Luft. Hier in diesen engen Gassen merkt man relativ stark wieder die
leider manchmal echt beschissene Kameraführung. Kamera ist halt ja, teilweise starr. Das ist die Truhe von ganz vom Anfang. Seht ihr da hinten noch die Mönche? Oh, das Cape. 2 von 3 schon. Kriege ich hier eventuell die komplette Rüstung für den Templer gesammelt. Dahinter, ja, das Tor ist natürlich zu. Gut, also müssen wir dann doch erstmal der Hauptquest folgen. Zum dritten Haus. Hier bin ich auch gerade angekommen. Wo geht's denn jetzt im dritten Haus? Muss ich durch irgendeine Tür? Oder bin ich schon dran vorbeigelaufen? Ah, hier durch. Ah. Been spotted. Ah, das hätte ja damit rechnen können. Aber natürlich ist es mir eine Millisekunde zu spät aufgefallen. Ja, ganz tolle Blätter hat der Baum. Das ist wieder das, was ich mit der Kamera meinte. In perfekter Weise vorgeführt. Ja, sie schaltet einfach um. Oder zoomt halt von alleine dann ran. Obwohl ich das ja gar nicht will. Nur weil es ein bisschen eng wird. Oh, bin ich so oft getroffen worden? Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann mal schnell wieder heiliges Wasser suppeln. Mensch, das reicht sogar fast, um voll zu werden. Und da ist das dritte Haus. No one home. This place is quiet at least. They've probably fled the city. They ought to. Only one house is left on the list. Nur noch ein Haus über. Ja, dann ist ja klar, wo wir hingehen. So, habe ich jetzt hier den dritten Teil? Nee. Na toll. Hätte ja sein können. Dann bleibt es also bei 2 von 3 vorerst. Muss ich jetzt wieder zurücklaufen? Ja. Und welches Haus ist es? Ah. Und kriege ich das Haus eventuell noch mit, bevor die Folge wieder vorbei ist? Okay, keine Chance. Ranschleichen. Kann's vergessen. Just two guards. It won't be easy. Ja, von wegen schon be easy. Da sind sie auch schon, die Reinforcements, also die Verstärkung. Eigentlich dachte ich, mein Spezialangriff haut ihn um. Also im Sinne von wirft ihn zum Boden, aber es war wohl nichts. Ach da, ich dachte gerade, hä? Alles vorbei, wieso läuft die Zeit denn noch weiter? Klar. Schön in den Rücken fallen, wie sich das für hehre Stadtwachen gehört. Puh. Ja, aber welches Haus denn? Wir waren doch schon überall. Ist jetzt ein Haus da oben? Ja. Na toll, wir sind vorhin schon dran vorbeigelaufen, aber da warst du noch nicht aktiv. Locked again. Sir. You looking for the knights in white mantles? Have you seen any? Out with it. They left in a hurry, carrying lots of books. Do you know where they went? One of them mentioned the house on the outskirts. God bless you, Marie. We're off. Bonusobjekt fertig, weil kein Alarm ausgelöst. Gut. Da fehlt noch eine Kiste, oder? Naja, auf jeden Fall mache ich jetzt hier mal ganz kurz Schluss. Das passt ja ganz gut nach der Cutscene für diese Folge. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei und ich vielleicht ein bisschen frischer. Also dann, bis dahin, gehabt euch wohl, euer Amano.